Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hallo, Ruth. Wenn dich diese Aufzeichnung erreicht, Infopool hat 2 Monate Abrufsperre, bin ich längst wieder im Orbit. Und wer weiß, wann ich von da zurückkomme. Ob überhaupt. Ich will wissen, was gespielt wird. Damals in Portland durfte ich dir darauf nicht antworten. Heute darf ich es zwar immer noch nicht, aber angesichts meines wahrscheinlichen Endes in den Sielen der NASA ist es mir egal. Übrigens wusste ich es die längste Zeit selber nicht. Dabei gab es ein paar merkwürdige Meldungen in den Medien. Ich hätte zumindest stutzig werden müssen. Freilich lauerten Haie im Infopool, die sich jeden schnappten, der nach Daten über Cecil Roughtrade fischte. Ein Spitzenmann wie Andrew Baldenham hätte sie zwar leicht übertölpeln können, nur waren er und ich zu lange nicht auf der Erde gewesen. Also übertölpelten sie ihn. Ich hatte mich entschlossen, zusammen mit ihm Urlaub in Sri Lanka zu machen, bevor uns die NASA wieder brauchte. Nanguneri in Südindien war die letzte Bodenstation gewesen, die wir zu testen und abzunehmen hatten. Wann glaubst du, wird das Luftschiff da sein, Andrew? Heute, wenn wir Glück haben, Pete. Passage $3,000. Pro Kabine? Pro Bett. Ganz schön schon. Aber mir ist alles recht, wenn ich nur von hier wegkomme. Wöchentlich 2, 3 Feuerüberfälle auf die Antennenstation. Ich habe die Nase voll. Ich nicht. Aber ich meine auch nicht die Feuerüberfälle. Sondern die Tussi, mit der du seit 8 Tagen pennst. Pete, manchmal kommst du mir vor wie ein zänkischer alter Mann, der nichts mehr vom Leben erwartet. Ich weiß, dass du mit Ruth überkreuzt bist, aber deswegen brauchst du nicht monatelang deine verletzte Eitelkeit zu hätscheln. In solchen Sachen hat selten einer allein Schuld. Ne? Er hatte recht, Ruth. Heute sehe ich es ein. Damals habe ich mich benommen wie die Axt im Walde. Verzeihung. Andrew schmiss mir eine Zeitung an den Kopf und ich, betont insolent, begann dann zu blättern. Angeblicher Doppelgänger des entführten Nobelpreisträgers Giuseppe Torre ermordet. Zeitungsmeldungen interessieren mich nicht sonderlich. Das war schon immer mein Fehler. Andrew war klein und drahtig mit Bauchansatz. Es fiel schwer zu glauben, dass er zu den Computerspezialisten von Energie aus dem All gehörte. Gehörte. Ich verwende bewusst die Vergangenheitsform, obwohl sie nicht zutrifft. Diesen scheinbaren Widerspruch wirst du begreifen, wenn du das Band zu Ende gehört hast. Er war spät zum Team gestoßen, um 2010. Was er vorher gemacht hatte, darüber wollte er nicht reden. Es war eine geheime Regierungsgeschichte, aus der nichts geworden ist. Und sie haben uns dazu vergattert, die Klappe zu halten. Eine Bombe? Es hätte eine werden können, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. Wir hätten den Hunger aus der Welt gebombt. 12 Jahre war ich dabei. Lange Zeit für ein Projekt, das dann in den Sand gesetzt wurde. Pech. Die Grundlagenforschung erbrachte Resultate, die gegen uns waren. Das Luftschiff. Da war es. Aus regengrauen Wolkenbäuchen sank es herab, riesig, nass, über und über mit glitzernden Solarzellen bedeckt. Unter sich die lange, schlanke Gondel aus Aluminium und Plastik. 4 Stockwerke hoch. Eine Mischung von Fahrgastschiff, Frachtcontainer und Pullman-Car. Am Bug die Flagge Singapurs.
Eine Stunde später wurden die Leinen eingeholt und Sultan Ahmed erhob sich wieder in die Lüfte mit uns an Bord. Am nächsten Morgen frühstückten wir in 600 Meter Höhe über dem Indischen Ozean. Noch Kaffee? Bitte. Hast du hier den Namen Rough Trade gehört? Ich war einer seiner Assistenten beim Midas-Projekt. Midas-Projekt? Molecular Integrating and Digital Assembling System. Die Grundlage für Multimana. Große Sache. Mathematisch absolut okay. Wozu sollte sie gut sein? Ah, hier. Die Zeitung hat jemand liegen lassen. Mehr als eine Woche alt. Wie ist das? Rödestroms Doppelgänger tot. Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb gestern am 12. Dezember der Mann, der von sich behauptete, der bekannte Wissenschaftler Bengt Rödestrom zu sein. Rödestrom hat sich einen Namen in der Ultra-Low-Temperature-Forschung gemacht, durch deren Ergebnisse die Speicherfähigkeit von Kristallen auf das Hundertfache vergrößert werden konnte. 2004 erhielt er zusammen mit Mario Battani den Nobelpreis für Physik und lebt heute zurückgezogen auf Samsö. Eine Obduktion der Leiche im London Hospital ergab trotz frappierender Ähnlichkeit mit Rödestrom wesentliche Abweichungen. Außerdem wiesen die inneren Organe eine Reihe von Verwachsungen auf, die einen der Ärzte zu der Äußerung veranlassten. Es ist mir ein Rätsel, wie dieser Mann überhaupt so alt werden konnte. Mario Battani, der nach London gereist war, sagte, der Tote könnte tatsächlich ein Bruder meines Freundes Bengt sein, aber er war ein Verrückter, ein Wichtigmacher. Die Behörden stehen vor einem Rätsel. Verbindungen zu dem Fall des Torre-Doppelgängers drängen sich geradezu auf. Die Identität muss sich doch durch Fingerabdrücke klären lassen. Von Torre hat man wahrscheinlich keine. Und der ist bis heute nicht wieder aufgetaucht. Aber im Fall von Rödestrom... Vielleicht hat er sich geweigert. Merkwürdig ist, dass sowohl Torre als auch Rödestrom zu Rough Trades Crew bei Midas gehörten. Siehst du da einen Zusammenhang? Buchan, der Chef vom Sicherheitsdienst der NASA, hat mir so ein paar merkwürdige Fragen gestellt, kurz bevor wir nach Nanguneri gingen. Es sei wegen der Torre-Entführung. Sie seien da auf einige merkwürdige Dinge gestoßen. Pete, glaubst du an eine Auferstehung des Fleisches? Wen fragst du, den Christen oder den Techniker? Ich frage dich, Pete. Wenn du Cloning meinst... Diese Spielereien kosten zu viel Zeit. Wenn ich nicht dabei gewesen wäre, als er umkam, man könnte glauben, Rough Trade lebt noch und hat das Projekt weitergeführt. Nur er hätte es weiterführen können. Und finanzieren würde er es mit Sklavenhandel. Das sähe ihm ähnlich. Mit Sklavenhandel? Heute im 21. Jahr. Wir sind da. Die Sultan Ahmed erreichte Katunayake. Nach kurzem Zwischenspiel in der Flughafenbehörde ging die Fahrt mit Zwischenhalt in Colombo quer über die Insel, vorbei an zerstörten Häusern, überfüllten Flüchtlingscamps, Tempeln, Mönchsklöstern und ausgedehnten militärischen Anlagen zur Ostküste. Im Batticaloa Hotel, dicht an der glitzernden Lagune, mieteten wir uns ein. Als ich das erste Mal hier war, war die ganze Tiefebene überschwemmt. Tagelang holten sie mit einem Hubschrauber die Überlebenden von den Palmen. Tausende waren ertrunken. Scheinen wir einzigen Gäste zu sein. Bis auf die Offiziere drüben an der Balustrade, mit denen der Hotelmanager gerade spricht. Die Bucht war mal berühmt für ihre singenden Fische. Bei Vollmond konnte man sie in der Lagune hören. Durch die Abwässer ist ihnen das Singen vergangen. Der Manager kommt rüber mit einem Kelten. Eine Flasche Glenfiddich, Gentlemen, bitte sehr. Haben wir nicht bestellt. Die Herren Offiziere bitten Sie, Ihre Gäste zu sein, Gentlemen. Aber ich möchte... Ruhig, Pete. Du weißt, wie ich dieses geschniegelte Offizier verpasse. Ja, ich weiß, aber sei still. Weshalb? Weil Militärs die wahre Macht ausüben. Überall auf der Welt. Daran hat sich nie was geändert. Auch nicht in den Demokratien. Da ist es wieder.
Siehst du? Über dem Riff. Eine glühende Wolke, blutrot. Was ist das? Ich weiß nicht. Vielleicht ein lokales meteorologisches Phänomen. Es ist vor der Überschwemmung zum ersten Mal aufgetreten und kehrt seitdem immer wieder. Die Fischer sahen darin ein böses Omen. Glaubst du an sowas, Andrew? Ja, Pete. Ich glaube an sowas. Ich schlage vor, wir trinken noch die Flasche aus und gehen dann zu unserem Bungalows. Hm? Warum haben sie uns ausgerechnet die letzten beiden Bungalows gegeben, wo doch alle anderen leer stehen? Wahrscheinlich haben sie was gegen Amerikaner. Cheers, Pete. Ja, cheers, Andrew. Wenig später schlief ich wie ein Stein. Ein Bersten weckte mich. Eine Feuersäule brach aus dem Meer. Donnernd und rotierend stieg sie höher und höher. Der ganze Himmel schien von Glut erfüllt. Die Feuersäule wuchs und wuchs. Mr. Kirk! Mr. Kirk! Raus, Mister! Schnell! Sie müssen hier raus! Was ist denn los? Es brennt! Der Bungalow Ihres Freundes! Andrew! Wo ist er? Wo ist Mr. Bolnham? Dort vorne beim Hauptgebäude. Ist er verletzt? Es tut mir alles so schrecklich leid, Mr. Was ist ihm passiert? Sein Balken ist herabgestürzt. Ein Arzt von der Militärbasis ist bei ihm. Ich muss zu ihm. Lassen Sie mich durch. Bleiben Sie hier, Mr. Kirk. Sie können doch nichts für ihn tun. Außerdem kommen Sie nicht durch die Absperrung. Ihr Freund wird ins Militärhospital überführt. Per Hubschrauber, sehen Sie. Wie konnte das nur passieren? Ja. Hat Mr. Bordenham vielleicht im Bett geraucht? Mr. Bordenham ist nicht Raucher. Ich will mit dem Arzt sprechen. Zu spät. Der Arzt fliegt mit nach Colombo. Dann machen wir ein Gespräch mit diesem Militärhospital. Die werden Ihnen telefonisch keine Auskunft geben, Mr. Kirk. Verdammte Scheiße. Verständigen Sie meinen Fahrer und machen Sie mir die Rechnung fertig. Wie Sie wünschen, Mr. Kirk. Ich werde Ihnen ein Lunchpaket für die Rückfahrt machen lassen. Die Fahrt von Batticaloa zurück nach Colombo dauerte lange, Ruth. Zu lange. Mr. Kirk, ich muss Ihnen die traurige Mitteilung machen, dass Ihr Freund, Mr. Baldenham, verstorben ist. Was? Das ist doch nicht möglich. Leider doch, Mr. Kirk. An was ist er gestorben? Herzversagen während der Operation. Darf ich Ihnen die Sachen aushändigen, die er bei sich hatte? Natürlich. Was geschieht jetzt mit ihm? Vielleicht wird noch eine Obduktion angeordnet. Können Sie mir ein Hotel empfehlen? Selbstverständlich, Mr. Kirk. Das Taprobane. Am Tag darauf war Weihnachten. Im Foyer des Taprobane hatte man einen Plastikchristbaum mit Plastikschmuck aufgestellt. Ich blieb in der Kühle meines klimatisierten Zimmers und zerbrach mir den Kopf über die Ereignisse der Nacht in Batticaloa. Je länger ich nachdachte, desto unwahrscheinlicher kam mir alles vor. Der Brand der Hütte war eine Sache von wenigen Minuten. Trotzdem war sofort Militär da, ein Arzt, ein Hubschrauber. Du weißt, Ruth, ich misstraue Militärs grundsätzlich. War es ein Racheakt? An Andrew, der nie einem Menschen was zuleide getan hatte? Ich sah keinen Sinn in dem, was vorgefallen war. Mr. Kirk! Ja, bitte? Woher? Sind Sie nicht der Taxifahrer, der meinen Freund und mich nach Batticaloa gefahren hat? Und Sie allein zurückgefahren hat? Genau, Mister. Steigen Sie ein! Warum? Was ist los? Ich muss Ihnen was erzählen. Haben Sie ein bisschen Zeit? Ich habe nichts vor. Morgen früh fliege ich nach New York. Also, was... Sie kennen doch sicher Nancy Tanner. Die Filmschauspielerin, die habe ich ein paar Mal im Video gesehen. Warum fragen Sie? Ich habe beobachtet, wie man sie umgebracht hat letzte Woche.
Hören Sie auf, davon hätten noch die Medien berichtet. Ich schwör's Ihnen, aber das Wahnwitzigste, das kommt noch. Ich habe sie heute wieder gesehen. Am helllichten Vormittag auf der Straße. Ja, und was für einen Vers machen Sie auf die ganze Sache? Ja, es ist, als ob sie immer wieder zum Leben erwecken und immer wieder zu Tode kriegen. Das ist doch Unsinn. Ich bin ein gläubiger Buddhist, Mr. Kirk. Ich glaube an die Wiedergeburt, aber das hier, das ist etwas Bösartiges, etwas Scheußliches und es geschieht hier in der Stadt. Ich vertraue Ihnen jetzt etwas an, über das ich bisher mit noch niemandem gesprochen habe. Als Miss Tanner vor einem Monat hier war, hat sie mir einen Brief von ihrem Manager Fred Kissinger gegeben. Sie wollte sich in Trapobane mit ihm treffen, aber er kam nicht und sie musste von der Insel verschwinden. Hier ist Ihr Brief. Bitte, Mr. Kirk, nehmen Sie ihn mit und händigen Sie Mr. Kissinger aus. Er lebt irgendwo in New York. Ich ärgerte mich, dass ich mich hatte beschwatzen lassen. Den Postboten zu spielen mit einem lächerlichen, sicher überholten Brief. Aber mir fehlte die Zeit, den Mann abzuwimmern. Eine halbe Stunde später rollte meine Maschine an den Start. In Bahrain, Nebel. In London, Regen. In New York, Schnee. Im Hotel angekommen, ließ ich mir ein Infopool-Terminal aufs Zimmer bringen. Es war wieder mal an der Zeit. How do you do, Mr. Kirk? Hallo, Alice. Was haben wir im Briefkasten? Eine Menge, Mr. Kirk. Sagen Sie mir bitte jeweils, was ich gleich löschen soll und was Sie weiterhin im Speicher haben wollen. Schieß los, Alice. Rechnungsbelege, Beitragsquittungen, eine Rückfrage meines Steuerberaters, Anrufe von Bekannten, Einladungen zu Partys, die längst ohne mich gelaufen waren. Dein Geburtstagsgruß ruht aus Fort Lauderdale. Der Boy, mit dem du dich da amüsiert hast, sieht nicht schlecht aus, ist aber, wenn ich ehrlich sein darf, zu jung für dich. Löschen. Bei der nächsten Nachricht handelt es sich lediglich um eine Tonaufzeichnung. Was dann kam, traf mich wie ein Schlag. Andrews Stimme. Pete, ich kann Andrew nicht erreichen. Sag ihm, falls er noch lebt, es habe dich jemand angerufen, dessen Stimme wie seine klang. Er wird wissen, was los ist. Sag ihm, dass jemand Rough Trades... Alice, von wann ist diese Nachricht? Sie wurde am 25. Dezember in den Pool geschleust, Mr. Kirk. Am Weihnachtsfeiertag. Zwei Tage nach Batikaloa. Eine zweite, ähnliche Botschaft stammt vom 27. Dezember. Hör zu, Pete. Da ich nicht weiß, ob ich selbst noch lebe, wende ich mich sicherheitshalber auch an dich. Ich weiß nicht, ob das die erste Nachricht ist, die dich von mir erreicht, oder ob du schon einige erhalten hast. Ordne sie chronologisch und halte sie für mich abrufbereit. Setz dich sofort mit Kenneth Buchan, unserem Sicherheitshäuptling, in Verbindung. Sag ihm, ich habe den Beweis, dass irgendjemand Rough Trades Geschäft betreibt. Sei vorsichtig. Es könnte sein, dass ein Haken im Pool hängt, der auf diesen Namen reagiert. Ich befinde mich wahrscheinlich noch in Sri Lanka, aber es könnte sein, dass weitere... Hier bricht die Nachricht ab, Mr. Kirk. Sonst ist nichts im Briefkasten. Brauchen Sie mich noch, Mr. Kirk? Nein, Alice, nein. Das heißt ja. Zwei Dinge. Erstens, mach die beiden Nachrichten abrufbar für Andrew Baldwin. Zweitens... Eine Nachricht für Kenneth Buchan, wie folgt. Ich informierte unseren Sicherheitschef, wie Andrew gewünscht hatte. Dann saß ich da und starrte zum Fenster hinaus. Rough Trade. Irgendwann hatte Andrew den Namen erwähnt. Die Rough Trade-Maschine, mit der man Dinge reproduzieren konnte. Das Midas-Projekt. Midas, der König, dem alles zu Gold wurde, was er berührte. Midas,
Grundlage des Multimanna. Hatte Andrew nicht in Zusammenhang mit Multimanna von einer Bombe gesprochen, mit der man den Hunger aus der Welt bomben könnte? Künstliches Protein? Brauchen Sie mich noch, Mr. Kirk? Ja, Alice, gib mir die Adresse von Fred Kissinger, dem Filmregisseur. Mr. Kissinger, ich habe einen Brief für Sie von Miss Tanner. Oh, die gute Nancy. Hatte schon immer einen Hang zum Romantischen. Wer schreibt heute noch Briefe? Im Zeitalter von Infopol. Ja, tatsächlich, Ihre Handschrift. Von wem haben Sie ihn? Ein Taxifahrer hat ihn mir gegeben und mich gebeten. Woher hatte der ihn? Von Miss Tanner persönlich. Sie hat ihn ihm gegeben, als sie vor einem Monat in Colombo war. Dann hat es sich längst erledigt. Ich rufe Nancy jeden Tag in der Klinik an. Sie hat ein bisschen, naja, viel geschnupft in letzter Zeit. Waren Sie als Tourist in Colombo? Ja, ich habe dort ein paar Tage Urlaub gemacht. Ja. Es gibt jetzt nicht mehr viele Touristen dort. Wo wohnen Sie hier in New York? Bei einem Freund drüben in Queens. Mr. Kirk, ich danke Ihnen, dass Sie die Mühe auf sich genommen und den Briefträger gespielt haben. Leben Sie wohl. Wiedersehen, Mr. Kissinger. Im Hotel empfing mich ein aufgeregter Portier. NASA-Gespräch auf spezieller Visiphonleitung. Kenneth Buchan persönlich. Kirk, Sie Unglückspaket. Sie haben den Namen Rufftrade durch den Infopol gehen lassen. Das ist ein heißer Name und garantiert hängt ein Haken drin, der ihn aufgespießt hat. Wer weiß, wo es überall schon geklingelt hat. Passen Sie jetzt gut auf. Sie packen und fahren zum Kennedy Airport. Ich will Sie hier in Cape Canaveral haben. Diese Boardname-Story stinkt ja zum Himmel. Okay, Mr. Buchan, aber was soll das eigentlich alles? Das erzähle ich Ihnen, wenn Sie hier sind. Ende. Am Cape wehte ein eisiger Wind. Die Palmen zischelten wie aufgeschreckte Klapperschlangen. Buchan stand am Fenster und beobachtete, wie das Freitagsshuttle abhob und donnernd den Himmel stürmte. Ihr Freund Boldenham ist tot, Kirk. Das ist eine traurige, aber unumstößliche Tatsache. Ich bin nicht sicher, ob er mit Absicht getötet wurde. Die Umstände, wie Sie sie aus Ihrer Sicht geschildert haben, deuten auf einen Unfall hin. Unfall, Sir? In jener Nacht... Ist ein Unfall passiert. Aber kein Brandunfall. Das wurde nachträglich inszeniert. Wollen Sie damit sagen, dass Andrew aus dem Hotel verschleppt wurde und dass ich... Genau. Ich vermute, dass man ihn im Schlaf überwältigt und in die nahegelegene Militärbasis gebracht hat, um eine Aufzeichnung von ihm zu machen. Eine was? Eine Aufzeichnung. Boldenham ist tot, aber es existiert von ihm eine elektronische Aufzeichnung. Und die hat sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt. Sozusagen eine Kopie von Boldenham. Sie meinen, Andrews Bewusstsein steckt in einem Computer? Ich glaube, so kann man es ausdrücken. Wie soll sowas technisch möglich sein? Das dürfen Sie mich nicht fragen. Tatsache ist, dass Boldenham und einige weitere Wissenschaftler unter der Leitung von Professor Rufftrade in einem Geheimprojekt eben dieses Verfahren entwickelt haben. Es arbeitete allerdings nur mangelhaft. Und schließlich wurde bewiesen, dass die Fehlerquelle grundsätzlich nicht beseitigt werden könne. Und damit war das Projekt, in das auch wir von der NASA so viel Hoffnung gesetzt hatten, erledigt. Wozu hätte das in der Raumfahrt nützen können? Man hätte unbemannte Missionen mit den geeigneten Empfangseinrichtungen an Bord auf den Weg bringen und ihnen Jahre später mit Lichtgeschwindigkeit die erforderlichen Wissenschaftler nachschicken können. In Form von Aufzeichnungen. In Form von Aufzeichnungen. Und wenn die Aufzeichnungen nicht mehr gebraucht worden wären, hätte man sie löschen können? Hätte man sie löschen können. Naja. Und offenbar ließen die Sicherheitsvorkehrungen beim Midas-Projekt zu wünschen übrig. Wichtige Unterlagen gerieten in falsche Hände. Irgendjemand verdient eine Menge Geld damit, Aufzeichnungen von Spitzenwissenschaftlern an Interessenten, vor allem in der dritten Welt, zu verkaufen. Rufftrade? Rufftrade. Mr. Buchan, was bedeutet Multimanna? Da Andrew offenbar darüber geplaudert hat, es war eine wissenschaftliche Sackgasse.
Karrieredenken, Eitelkeit. Gerade bei solchen Leuten, wissenschaftliche Elite. Was seid ihr Techniker doch dagegen für zuverlässige Leute? Pete, Sie beginnen heute noch mit dem medizinischen Check-up. Ich möchte, dass Sie mit dem Dienstags-Shuttle hinaufgehen. Es gibt eine Menge Arbeit da droben. Es wird Sie auf andere Gedanken bringen. Ich kann mir denken, dass Ihnen Andrews Tod nahegegangen ist. Ja, Sir. Er war mein Freund. Meiner auch, Pete. Nehmen Sie jeden Tag Kontakt mit Infopol auf. Sollte eine weitere Nachricht von seiner Kopie eintreffen, geben Sie sie sofort über eine NASA-Leitung an mich weiter. Yes, Sir. Alice, wer ist Cecil Roughtrade? Das Präsens ist nicht korrekt, Mr. Kirk. Mr. Cecil Roughtrade ist tot. Er starb am 26. April 2004 bei einem Autounfall. Was war er? Physiker. Sein Forschungsgebiet war die Speicherung von Informationen in ultratief gekühlten Kristallgittern. Er leitete 8 Jahre lang ein geheimes Regierungsprojekt, das kurz vor seinem Tod eingestellt wurde. Midas. Informationen, die als geheim eingestuft sind, sind mir nicht zugänglich, Mr. Kirk. War es Selbstmord? Man einigte sich auf menschliches Versagen. Weshalb hängt ein Haken im Pool, der nach dem Namen Roughtrade fischt, wenn dieser Mann seit 12 Jahren tot ist, Alice? Diese Frage kann ich nicht beantworten. Aber es stimmt doch, dass ein Haken im Pool hängt, der... Dererlei Maßnahmen können nur von den höchsten Sicherheitsbehörden angeordnet werden. Missbrauch ausgeschlossen? Missbrauch ausgeschlossen. Hm. Noch irgendwelche Nachrichten für mich, Alice? Ja, Mr. Kirk. Eine Tonaufzeichnung ohne Datum und Kennung. Lass hören. Hallo, Pete? Wieder Andrews Stimme. Vertraut und doch fremd. Wenn dies die erste Botschaft ist, die du von mir erhältst, wird für dich alles ziemlich verwirrend sein. Man hat mir mitgeteilt, dass mein Original, also ich, bei einem Unfall gestorben sei. Es ist eine Kopie von mir, die mit dir spricht. Wir befinden uns in Angola. Wir... Damit meine ich Omero Pazzi, Cyril Wordsworth, Frank Nealon, Manfred Dunsdorf und mich. Außer mir sind alle Laserspezialisten. Der Auftrag lautet, eine panzerbrechende Neodym-Laserkanone nachzubauen, wie sie die US-Armee besitzt. Wir sind allesamt schlechte Kopien, mit einer Lebenserwartung von allenfalls ein paar Wochen. Man hat mir die Füße amputiert. Wahrscheinlich, damit ich nicht davonlaufen kann. Hör zu, Pete. Halte eine Aufzeichnung dieser und aller anderen Botschaften chronologisch geordnet für mich abrufbereit, damit sich jede mögliche weitere Kopie über den Stand der Dinge informieren kann. Schick auch einen Satz an Kenneth Buchan. Bei dieser Art Sklavenhandel geht es um das ganz große Geld. Nimm dich in Acht. Andrew. Noch etwas, Alice? Ja, Mr. Kirk. Eine Nachricht, die abbricht. Vor 3 Stunden eingegangen. Hallo, Pete? Andrew. Und doch nicht Andrew. Ich kann es dir nicht mit wenigen Worten erklären. Glaub mir, ich bin nicht wirklich Andrew. Ich habe erfolglos versucht, Andrew selbst zu erreichen. Sag du ihm, dass jemand Roughtrades Geschäft betreibt. Sag ihm, dass ich hier dazu gezwungen werde, die Arbeit, die ich beim Midas-Projekt gemacht habe, fortzuführen. Sag ihm, auch Torre und Rödestrom seien hier. Sag ihm, man hat mich verstümmelt und... Alice? Ja, Mr. Kirk? 2 Bitten. Erstens, beide Nachrichten abrufbereit halten für Mr. Baldenham. Zusatz wie folgt. Lieber Andrew, wie du siehst, 2 Nachrichten von 2 weiteren Kopien, wo du auch steckst. Ich hole dich raus. Gruß, dein Pete. Zweitens, eine Kopie beider Nachrichten für die Verwendung außerhalb Infopool mit Zusatz wie folgt. Mr. Buchan, Sie haben mir nicht die Wahrheit gesagt. Bitte um Rückruf. Ende. Buchan rief nicht zurück. Ich habe die nahen Orbits ja nie gemocht, Hut. War nie ganz frei von Höhenangst. Anders ist es im geostationären Orbit. Die Erde ist in eine objektivierbare Entfernung gerückt. Das Shuttle dockte an der Columbus an. Das Anflugdisplay zeigte die Schneise des Orbiter Transfer Vehicle durch die Materiewolke der Baustelle.
Maspero, der Pilot, musterte mich abschätzend von der Seite. Waren Sie nicht in Bordenhams Team, Kirk? Ja. Ich hörte, er ist beim Unfall ums Leben gekommen. Ja, beim Hotelbrand. Ist Ihnen schon aufgefallen, wie viele Wissenschaftler und Techniker in den letzten Jahren in merkwürdige Unfälle verwickelt waren? Haben Sie auch von diesen mysteriösen Doppelgängern gehört, die gelegentlich auftauchen? Bengt Rödesturm, Giuseppe Torre. Oder nehmen Sie Alfonso Fabeli, fabelhafter Pilot. Vor 4 Monaten hatten wir ein Gespräch. Du wirst es nicht für möglich halten, sagte er. Aber es gibt echte Klone von Menschen. Exakte Repliken. Ich werde es beweisen. 2 Wochen später war er tot. Man hat ihm eine Bombe ins Gepäck gesteckt oder mit einer Bodenluftrakete vom Himmel geholt. Bordenham und ich waren zu dieser Zeit in Indien. Nanguneri. Bordenham passt genau ins Muster. Ein Spitzenmann, was Computerprogramme angeht. Der bringt eine Menge Geld in der dritten Welt. Aber weshalb haben sie ihn gekillt? Hat er den Braten gerochen? Buchan meint, er habe schon vorher einen Unfall gehabt. Buchan? Was hat die NASA mit dieser Kopfjägerei zu tun? Jedenfalls weiß Buchan mehr, als er mir sagen wollte. Übrigens, wundern Sie sich nicht, wenn Sie eines Tages einen überraschenden Anruf von Andrew Bordenham bekommen. Sie werden lachen, Maspero. Ich habe schon ein paar bekommen. Dachte mir, dass er ein begehrter Typ ist. Das Solarnetz wuchs seiner endgültigen Größe entgegen. Ich erwartete jeden Tag ein Lebenszeichen von dir im Infopool, Ruth. Es kam keins. Dafür eins von Andrew. Ich habe deine Nachricht erhalten, Pete. Dank dir. Es sieht schlecht aus. Leb wohl, Pete. Ich hoffe, du bist in Sicherheit. Andrew? Leb wohl. Mr. Kirk? Direktleitung nach Cape Canaveral. Mr. Buchan. Pete, hören Sie? Ich höre Sie, Mr. Buchan. Ich brauche eine Vollmacht von Ihnen für den Fall, dass weitere Informationen zur Sache Bordenham bei Ihnen auftauchen. Ich will nicht, dass man in meinen Privatangelegenheiten... Haben Sie sich nicht so. Was wollen Sie denn von mir verbergen? Ihre gescheiterte Ehe vielleicht? Es geht um Ihren Hals, Mann. Der Abstand zum Aufnahmedatum ist inzwischen ohnehin so groß, dass jede Kopie erst nachsehen wird, ob nicht Nachrichten von einer früheren im Pool sind. Kopie, Sir? Pete. Je weniger Sie wissen, desto besser für Sie. Was Buchan meinte, wurde mir ein paar Tage später klar. Ich hatte eine Antenneninspektion durchgeführt und war eben dabei, mich einzuschleusen. Da sah ich undeutlich durch die zerkratzte Plastikwand ein riesiges, dicht gepacktes Materialbündel auf mich zukommen. Im nächsten Moment bäumte sich das Wohnmodul auf und ein paar Kubikmeter Gestänge schoben sich splitternd und krachend durch das Heck. Wie das passieren konnte? Jemand hat am Montageprogramm herumgepfuscht und eine halbe Tonne Antennengestänge in Richtung Wohnmodul in Marsch gesetzt. Sowas bringt nur ein Spezialist fertig. Und nur einer kam in Frage, Andrews Ersatzmann. Als er sah, dass es mich nicht erwischt hatte, um Haaresbreite, ging er durch die Schleuse, ohne Raumanzug. Ich habe Sie von der Klinik gleich hierher bringen lassen, Kirk, damit jedes Risiko ausgeschaltet ist. Die Angelegenheit hat inzwischen ein Ausmaß erreicht, dass ich die Verantwortung unmöglich allein übernehmen kann. So. Bitte. Danke. Darf ich vorstellen? Mr. McEnroe? Ja. Und Mr. Ashton Syed von der CIA. Hallo. Und das ist Pete Kirk. Setzen wir uns doch.
Mr. Kirk, Sie haben uns da in eine kritische Situation gebracht. Ich, Sir? Wieso ich? Ja, warum haben Sie Komiker uns nicht gesagt, dass Sie in New York Kissinger aufgesucht haben? Weshalb hätte Sie das interessieren sollen? Weil Sie leicht ein toter Mann sein könnten. Hören Sie sich das mal an, Mr. Kirk. Glauben Sie, dieser Kirk wollte auf den Busch klopfen? Ich hatte nicht den Eindruck. Er ist von der NASA. Wir hatten heute zweimal etwas für ihn am Haken. Beide Male fiel der Name Rough Trade. Ich habe sofort zwei Leute hingeschickt, aber der Vogel war ausgeflogen. Ich hatte sowas geahnt. Deshalb habe ich Sie sofort in den Raum geschickt. Dachte, da sind Sie sicher. Dachten Sie? Diese Aufzeichnung wurde vom FBI gemacht. Weil eben wieder der Name Rough Trade fiel. Weshalb klingelt es bei manchen Leuten, wenn der durch Infopool läuft? Nun, es geht um ein Verfahren, Kopien von Menschen herzustellen. Midas. Es wurde 2003 eingestellt, als der Beweis geliefert wurde, dass dieses Verfahren zum Scheitern verurteilt sei. Die Forschungsergebnisse wurden unter Verschluss genommen. Leider hielt der Verschluss nicht genügend dicht. Rough Trade? Rough Trade. Aber er kam doch kurz darauf um. Wir wissen heute, dass er uns eine Kopie von sich unterschob, selbst aber noch am Leben ist und sein Geschäft betreibt. Spitzenwissenschaftler zu Liebhaberpreisen. Der Kerl muss in den letzten Jahren ein märchenhaftes Vermögen angehäuft haben. Aber wie kam er an die Leute ran? Meistens bei wissenschaftlichen Kongressen. Man betäubt die Leute in ihrem Hotelzimmer und bringt sie für ein paar Stunden zu einem geeigneten Ort, wo eine Aufnahme von ihnen gemacht wird. Sie fühlen sich hinterher etwas angegriffen, das ist aber auch alles. Aber Andrew wurde verstümmelt und getötet. Na, ich glaube nicht, dass er getötet wurde. Die Indizien deuten darauf hin, dass es zu einem Unfall kam. Die Laserstrahlen könnten ihm beim Abtasten im Aufnahmegerät durch einen Defekt die Füße weggebrannt haben. Nun, da ich alles weiß, was soll mit mir geschehen? Wir brauchen Sie für einen Sondereinsatz. Und der wäre? Sie werden mit Baldenham zusammentreffen. Er akzeptiert nur Sie als Kontaktperson. Rough Trade ist an Baldenham herangetreten. Er will über ihn Kontakt mit uns aufnehmen. Weshalb? Vielleicht hat er uns etwas anzubieten. Wo soll das Treffen stattfinden? In Damaskus. Das Sheraton ist nicht das beste Hotel in Damaskus, aber es ist der traditionelle Treffpunkt der Amerikaner. Äußerlich ein unansehnlicher, sechsstöckiger Kasten aus den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. McEnroe erwartete mich an der Rezeption. Schon Nachricht von Rough Trade oder Andrew? Ein Anruf. Er könnte zu einer Kontaktaufnahme führen. Der Zug von Damaskus wirkt auf den ersten Blick wie ein Höhlensystem. Ineinander verschachteltes Gemäuer aus verschiedenen Jahrhunderten, Gebäudereste aus römischer und byzantinischer Zeit, Ziegel, Bruchstein, Lehm, Holz, Beton durcheinander gewuchert. Ganze Rudel von Kleinfahrzeugen quälen sich knatternd und hupend durch die viel zu engen überdachten Straßen. Von einer dieser Straßen bogen wir in einen gepflasterten Innenhof ab. Werkstätten umgaben ihn dicht an dicht auf allen Seiten. Steigen Sie aus, Mr. Kirk. Wir sind da. Hier hat sich in den letzten 5000 Jahren nicht viel geändert. Dort, das Gewölbe. Gehen wir hinein. Möchten Sie Tee? Ich möchte vor allem, dass das Versteckspiel bald ein Ende hat. Es ist zu Ende. Er ist da. Hinter dem Vorhang. Andrew! Bist du es, Pete? Andrew! Du lebst! Ja. In einer meiner nun so flüchtigen Daseinsformen. Wo kommst du her? Aus dem Iran. Diese Kopie hat Rough Trade selbst hergestellt. Es ist eine gute Kopie. Ich habe nur eine Menge durchgemacht, bevor es mir gelang, hierher zu kommen. Weshalb? Man traut Rough Trade nicht mehr. Seine Geschäftspartner ahnen, dass er die Fronten wechseln will. Die persischen Militärs vermuteten, dass ich so eine Art Parlamentär spielen sollte.
Sie versuchten, mich festzusetzen, aber Untergrundleute haben mich an die Küste und über den Golf gebracht. Hast du Rufthwaite gesehen? Natürlich. Er hat mir eine Menge Informationen anvertraut. Und selbstverständlich auch seine Vorschläge. Er ist ein Genie. Er ist ein Monster. Was verspricht er sich davon, mit Regierungsbehörden zu verhandeln? Vielleicht will er wieder ein Institut leiten. Er kann jetzt Kopien herstellen, die man für Monate, ja für Jahre stabilisieren kann. Das würde etwa für Raumfahrtunternehmen zu den näheren Sternensystemen völlig ausreichen. Ganz zu schweigen von den militärischen Möglichkeiten. Wir brachten Andrew ins Sheraton und von da ins amerikanische Militärhospital, wo seine Beine endlich fachgerecht versorgt wurden. Am nächsten Morgen machte mir McEnroe eine Eröffnung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Oder doch? Kirk, Sie sind gestern auf der Rückfahrt haarscharf an einem Attentat vorbeigeschlittert. Ich riskiere das nicht nochmal mit Ihnen. Wir machen eine Aufnahme von Ihnen und Sie schicken wir heim in die Staaten. Wenn Baldner mit Rufftrade zusammentrifft, wird eine Kopie von Ihnen dabei sein. Vielleicht schickt Rufftrade auch eine Kopie von sich. Er sagt, dass er persönlich kommen will. Er möchte raus aus diesem Teufelskreis. Und er bringt Andrews Aufzeichnung mit. Wo soll die Übergabe stattfinden? Im Foyer des Sheraton. Wann genau, wissen wir noch nicht. Was geschieht eigentlich mit Kopien, die man nicht mehr braucht? Es gibt Spezialkliniken, da sorgt man für sie, bis sie sterben. Vielleicht hilft man auch ein bisschen nach. Und wenn die Kopien immer langlebiger werden? Dann haben wir wirklich ein echtes Problem. Vom Aufnahmevorgang merkte ich nichts, weil man mich vorher anästhesiert hatte, um unwillkürliche Bewegungen auszuschließen, während die Abtaststrahlen den Körper Schicht für Schicht bis in den Molekularbereich hinein abbildeten und in einen digitalen Datenstrom verwandelten, der sich in die Galliumarsenidkristalle der Speicher ergoss und dort im Molekülgitter erstarrte. Das nun Folgende habe ich nicht aus eigener Erinnerung, sondern von einer Bandaufnahme, die ich kurz vor unserem Treffen mit Rufftrade im Hotelzimmer machte. Ich erwachte mit rasenden Kopfschmerzen und suchte meine Kleider. Salve. Weißt du, wie man uns im alten Rom genannt hätte? Morituri, die Todgeweihten. Wieso? Weil man uns zu Opfern gedenkt. Ich verstehe nicht. Oh Gott. Hat man dir nicht gesagt, dass du deine Kopie bist? Ja, Pete. Das nimmt einen mit. Ich habe das oft genug durchgemacht. Nicht wirklich ich selbst, aber ich bin sicher, dass ich jedes Mal diese kreatürliche Angst empfunden habe. Und doch erfüllt mich ein Gefühl der Befriedigung, dass ich immer wieder zurückkehren und an der Welt teilhaben kann. Glaubst du, dass ich mein Original sehen werde? Kaum. Während der ersten Tage hält man Original und Kopie auf Distanz, weil seltsame psychische Erscheinungen auftreten, für die man noch keine Erklärung hat. McEnroe erwartete uns am Eingang des Sheraton. Rufftrade hat sich für 6 Uhr angesagt. Zum Zeichen, dass alles okay ist, fahren Sie, Mr. Kirk, den Rollstuhl mit Mr. Baldwin hinaus in die Auffahrt bis zu dem haltenden Wagen. Darauf wird Mr. Rufftrade aussteigen und dem Kofferraum die Aufzeichnung von Mr. Baldenham entnehmen. Einen Aluminiumkoffer mit 32 tiefgekühlten Speicherkristallen. Er wird Ihnen übergeben, Mr. Kirk. Sie gehen hinter Rufftrade auf den Eingang zu und betreten das Foyer, wo ich und ein paar Leute sind. Während Mr. Baldenham... Den Rückzug mit Rollstuhl und Körper deckt, falls doch etwas passieren sollte. Absolut logisch. Wir wollen noch ein paar Stunden ruhen. Ach ja, und lassen Sie uns etwas Obst aufs Zimmer bringen. Eine Bandaufnahme? Wozu? So, auch wenn unsere Leben kurz sind, möchte ich eine Erinnerung an Sie haben. Hm.
meinen Geschmacksnerven stimmt was nicht. Es ist möglicherweise ein Webfehler im Gehirn. Diese Fehler wird man nie ganz vermeiden können. Das Gehirn ist ein fabelhaftes Organ, das sich im Lauf von vielen Jahrmillionen zu einem optimalen Instrument entwickelt hat. Nicht um die Welt zu erkennen, sondern um in ihr zu überleben. Ist es da ein Wunder, wenn wir mit unserem unzureichenden Erkenntnisapparat immer wieder an Grenzen stoßen? Ich halte es für übereilt, gleich von prinzipiellen Grenzen zu faseln. Ich glaube an die Unteilbarkeit und Unverbrüchlichkeit des Determinismus. Und an die Auferstehung des Fleisches. Und an die Auferstehung des Fleisches. Alles war so gut gelaufen. Aber wir hatten die Schwierigkeiten beim Schritt von der anorganischen zur organischen Materie unterschätzt. Und ohne diesen Schritt war die ganze Midas-Technik nichts wert. Erst bei organischen Substanzen wird das Verfahren interessant. Nahrungsmittel aus dem Datenspeicher. Multimana. Multimana. Gerade auf Multimana hatten wir so viele Hoffnungen gesetzt, um dem Hunger in der Welt zu Leibe zu rücken. Tischlein deckt dich. Auch Esel streckt dich, ist mir inzwischen klar, aber was ist mit Knüppel aus dem Sack? Dafür interessieren sich die Militärs am meisten. Ein paar geschulte Spezialisten, die man im Krisenfall in beliebiger Anzahl reproduzieren und ins Feuer schicken kann. Das ideale Spielzeug für Generäle. Haben wir eine Seele, Andrew? Nein, Pete. Wir haben keine. Bald darauf war er eingeschlafen. Ich blieb noch eine Weile wach, dann schlief ich auch. Das Lautsprecher verstärkte Heulen der Muezzins von den zahllosen Moscheen weckte uns. Als ich den Aufzug verließ, überkam mich eine merkwürdige Nervosität. Ich fasste die Eingangstür ins Auge und schob Andrews Rollstuhl darauf zu. Links und rechts lungerte ein halbes Dutzend sportlich trainierter Kerle herum. McEnroe fingerte nervös an seinem Handgelenk gegen Sprecher. Wir warteten. Plötzlich entstand Unruhe. Achtung! Zwei große Mercedes an der Auffahrt. Die Fahrer steigen aus. Dahinter ein großer Araber mit Frau und Kindern. Bitte räumen Sie sofort die Auffahrt! Die beiden Fahrer traten ihm in den Weg, blickten aber sogleich in die Mündung mehrerer Maschinenpistolen. Die Waffen weg! Zurück! Fast gleichzeitig erschien am Eingang zur Auffahrt ein dritter Wagen und fuhr weiter auf den Parkplatz. Da ist er. Los! Schieb dich auf den Fußweg zum Parkplatz, Peter. Ein großer, grauhaariger Mann war ausgestiegen und entnahm dem Wagen einen Aluminiumkoffer. Cecil! Rough Trade schleuderte den Alu-Koffer von sich. Aus seiner Brust sprudelte an mehreren Stellen Blut. Der Koffer krachte auf den Boden und begann weißen Rauch zu verströmen. Über der Parkplatzmauer blitzte an zwei Stellen Mündungsfeuer auf. Deckung! Ich spürte einen Schlag gegen den Leib und taumelte auf den Rasen. Andrew hing seitlich aus dem Rollstuhl. Der halbe Kopf war ihm weggeschossen. Eine Kugel traf mich zwischen den Schulterblättern. Ich wankte durch die Blumen. In meiner Brust griff ein rasendes Feuer um sich, das mir die Augen mit Rauch füllte. Sind Sie verletzt? Ich sah, wie er durch die Blumen wankte, hinstürzte und regungslos liegen blieb. Nein, nicht ich. Er. Schwer atmend lehnte ich mich gegen eine Säule. Die Luft ist rein. Es müssen mindestens zwei gewesen sein. Verdammt. Muss uns der Kameltreiber in die Quere kommen. Ich habe Sie gewarnt, Pete, aber Sie wollten ja partout dabei sein. Da sind manchen schon die merkwürdigsten Dinge passiert, wenn Ihre Kopie starb. Ich hatte ihn gespürt, ehe ich ihn sah. Dann kam er aus dem Aufzug, schob Andrew im Rollstuhl vor sich her.
Ich fühlte, wie seine Nervosität zu mir zurückflutete, wie ein neuronaler Rückkopplungsprozess sich gefährlich aufschaukelte. Ich fuhr in den 6. Stock hinauf, blickte mich prüfend im Zimmer um. Ich wusste, dass der andere hier ein Band versteckt hatte. Woher? Mit mir selbst unerklärlicher Sicherheit ging ich auf eine Topfpflanze zu. Zwischen Topf und Boden fand ich die Kassette. Ich ging wieder hinunter. Was war in dem zerschossenen Koffer? Keine Ahnung. Wollte Rufftrade nicht Andrews Aufzeichnung mitbringen? Woher wollen Sie das wissen? Haben Sie mir das nicht gesagt? Ich habe Ihnen nichts dergleichen gesagt. Mir war so. Interessant. Entweder sind Sie cleverer, als ich Sie eingeschätzt habe und haben sich jetzt verraten, oder es ist eins der Phänomene, die ich schon öfter bei elektronischen Zwillingen beobachtet habe. Was ist mit den anderen Koffern? Wenn es stimmt, was er gesagt hat, sind das eine Aufnahme von Rufftrade und eine von Baldenham. Dann starb da draußen tatsächlich Rufftrade. Ein endgültiges Urteil wird erst die Obduktion erbringen. Und was ist dann in dem dritten Koffer? Ich bete zu Gott, dass das die Forschungsunterlagen sind, die er uns versprochen hat. Das Gebet wurde nicht erhört. Der zerstörte Koffer enthielt tatsächlich sämtliche Forschungsunterlagen. Man schob McEnroe hinter einen Schreibtisch ab. Kurze Zeit später erhielt ich einen Anruf von Andrew. Es war offenbar gelungen, die Kopie medizinisch zu stabilisieren. Als die NASA mich nach Houston beorderte, machte ich einen Umweg über Los Angeles und besuchte ihn in der Klinik bei Pasadena. Es war eine jener Kliniken, in denen elektronische Klone an den rätselhaftesten körperlichen und geistigen Gebrechen dahinsiechten. Sie lag weit abseits in einem großzügigen Park. Sie wollen nächsten Monat versuchen, mir ein paar Beine zu transplantieren. Ich habe zur Bedingung gemacht, dass Sie welche mit längeren Unterschenkeln aussuchen. Ich wollte schon immer ein bisschen größer sein. Es war ein Schock für mich, als ich hier erwachte und die Füße waren weg. Gottlob war ich von dem Whisky am Vorabend noch benommen. Gestern noch am Strand in Batticaloa, Dezember, und heute hier, April. Erinnerst du dich noch an die Feuersäule am Himmel? Natürlich erinnere ich mich noch, Andrew. Mein Typ scheint gefragt gewesen zu sein. Ungefähr ein Dutzend Kopien in 4 Monaten. Gelegentlich muss ich gleich mehrfach zur selben Zeit existiert haben. Was ist eigentlich aus den Aufzeichnungen der anderen Wissenschaftler geworden? Ashkenside vom CIA meint, dass Rufftrade vereinbarungsgemäß alle Aufzeichnungen zerstört hat. Aha. Bis auf meine. Und seine. Und seine, selbstverständlich. Was ist aus der geworden? Man hat eine Kopie hergestellt. Sie ist erstaunlich gut. Weiß der Himmel, wie er das Kunststück fertiggebracht hat, die Aufzeichnung immer weiter zu verbessern. Ich hoffe, man wird ihn vor Gericht stellen. Das wird nicht möglich sein, Pete. Die Aufnahme ist fast 15 Jahre alt. Sie wurde noch im Institut gemacht. Ein raffinierter Schachzug. Er weiß von nichts. Nichts von Kidnapping, nichts von Menschenhandel. Gar nichts. Er weiß wirklich von nichts. Und den Kaufpreis für seine Rückkehr in die Wohlanständigkeit hat das CIA selber verspielt. Die Forschungsunterlagen. Sehr geschickt eingefädelt. Das sieht ganz nach einem abgekarteten Spiel aus. Es war ein abgekartetes Spiel. Typisch Rufftrade. Er sah keinen anderen Ausweg aus dem Teufelskreis von Geld, Macht und Gewalt, in den er geraten war. Um den Preis seines Lebens. Darunter ging's nicht. Dann starb Rufftrade also tatsächlich in Damaskus? Daran ist gar kein Zweifel. Die Obduktion hat das einwandfrei ergeben. Ich erinnere mich, dass es
abgesehen von dem einen, den er im Wagen hatte? Drei Alu-Koffer waren, die er am frühen Morgen vor seiner Ankunft in Sheraton hatte bringen lassen. In dem einen war eine Aufzeichnung von dir, im anderen eine von ihm. Wer oder was war in dem dritten? Davon hat mir jemand erzählt, der in Damaskus dabei war. Einer von Ashkenshides Leuten. Weißt du, was sie gefunden haben? Du wirst es nicht glauben. Es ist der blanke Irrsinn. Die Aufzeichnung von 160 Tonnen Gold in Barren. Das Vermögen, das Rough Trade in einem halben Jahrzehnt zusammengerafft hat. Damit kann er 10 Institute einrichten, um seine Forschung weiterzuführen. Um 160 Tonnen Barren Gold im Midas-Kopierverfahren herzustellen, brauchst du aber genau 160 Tonnen atomar zerstäubtes Gold, um die Wirbelkammer zu beschicken. Wo ist dieses Vermögen geblieben? Das musst du diese Sklavenhändler von Sri Lanka fragen. Ich hoffe, keinem von ihnen jemals zu begegnen. Tu mir den Gefallen, Pete. Schieb mich ein wenig mehr in die Sonne. Hier rechts den Weg lang? Ja, bitte. Danke. Schlimm ist es nachts. Dann überkomme ich oft Träume von Folter. Von Siechtum. Tod. Ich werde an schrecklichen Orten gefangen gehalten, die ich nie gesehen habe. Werde von Menschen misshandelt, denen ich nie begegnet bin. Das Schlimmste aber sind die verständnislosen Gesichter ringsum, wenn ich meine Verzweiflung hinausschreie. Andrew? Der Mann, der dort auf der Parkbank sitzt, ist das nicht... Ja, das ist Cecil. Cecil Roughtrade. Cecil! Ja. Ja. Ich bin's, Andrew. Andrew Boldenham. Ja. Ja. Es ist ein Jammer. Kannst du dich an Pete Kirk erinnern, Cecil? Ich hab dir von ihm erzählt. Es ist ein Jammer. Pete Kirk ist bei mir. Ja. Ja. Es ist ein Jammer. Es ist ein Jammer. Hör mich weiter, Pete. Es ist ein Jammer. Was für dich? Was ist das? Eine Aufnahme von unserem letzten Abend in Damaskus. Oh, wie schön. Die Unterhaltung zweier Todgeweihter für die Nachwelt erhalten. Ein Bekenntnis deinerseits zur Unteilbarkeit und Unverbrüchlichkeit des Determinismus. Ja, du solltest die gütige Vorsehung und die ausgleichende Gerechtigkeit mit in dein Glaubensbekenntnis aufnehmen. Die sind in dem Leben nie untergekommen, Pete. Ich bin ihnen heute begegnet. Es muss die Hölle sein, so zu leben. Seid ihr da nicht so sicher? Dann ist es das Nichts, in dem man nun lebt. Es ist die Auferstehung des Fleisches. Ja, des Fleisches. Ich besuche dich mal, wenn ich wieder auf den Beinen bin, hä? Buchstäblich, meine ich. Ja. Du bist immer willkommen, Andrew. Das weißt du. Gehst du wieder in den Orbit? Ich bin auf dem Weg nach Houston zur Einsatzbesprechung. Wir werden sehen. Dann viel Glück. Er winkte mir lange nach. Ich trat aufs Gaspedal und floh diesen Ort. Doch der Blick von Rough Trades Augen, mit denen er mich lächelnd angesehen hatte, verfolgt mich. Sie waren völlig leer gewesen, wie die Augen eines Toten. Wie zu Anfang gesagt, Ruth, ich hätte stutzig werden müssen, damals, als alles anfing. Inzwischen hat die Geschichte ihre schlimmstmögliche Wendung genommen. Die Haie im Pool schnappen nicht mehr nach einst gefährlichen Namen. Und ich bin wieder unterwegs
in den Geostationären. Ich muss die Abspielung hier unterbrechen, Mrs. Kirk. Was noch folgt, sind Angaben über den inzwischen erfolgten Einsatz Ihres Mannes im Auftrag der NASA, der aus triftigen Gründen der Geheimhaltung unterliegt. Weitere Nachrichten für Sie sind nicht im Pool. Ende.